mich auf Freizeit und dann klingt das immer so auf der Gitarre rum. Und dann kommt schon mal vor, dass irgendwas so ohne Gedanken einfach so vor mich hinklingt. Und mein Sohn kommt dann so vorbei und sagt, Papa, was spielst du da? Ich sage, keine Ahnung. Ich sage, das ist aber schön. Und ich sage, meinst du? Und sagt, dann mach da mal ein Stück draus. Und das ist bei dem Stück, was ich jetzt gleich spielen will, auch so passiert. Dazu muss ich erzählen, dass mit dem Schön hat bei mir eine besondere Bewandtnis. Weil als ich so mit 12 Jahren meine erste Band in Leverkusen hatte und hatte meinen ersten Auftritt gehabt, habe ich dann meinen Vater ganz stolz dazu eingeladen und gesagt, komm mal vorbei, musst du dir angucken. Dann ist der leider auch gekommen. Weil der fand das überhaupt nicht gut. Der hat dann zu mir nachher gesagt, komm mal her, Junge. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss das immer so wild sein? Und muss das so laut sein? Er hat gesagt, spiel doch mal was Schönes. Und das hat mich dann irgendwie mein ganzes Leben begleitet und habe ich mir gedacht, ja, irgendwann in meinem Leben muss ich mal was Schönes spielen. Und ich denke, das nächste Stück, mein Vater ist ja leider verstorben schon länger, aber das würde ihm gefallen, hätte er bestimmt gesagt, Klaus, das ist was Schönes. Yeah.
you raised to keep.